Ja. Wir laden nochmal irgendein random Seed hier und starten nochmal. Und ja. Also ich glaube, es ist halt wirklich, dass man einfach ein bisschen in der Gegend rumfährt und einfach Dinge entdeckt. Ich weiß halt nur nicht, was für Dinge. Was ist das denn hier eigentlich? Auch Streichhölzer, ne? Nymphonia. Okay. Oh, wir haben noch, also das ist jetzt unser neues Auto hier. Wir packen jetzt hier mal. Das Fernglas können wir, glaube ich, das brauchen wir, glaube ich. Ich habe die Radkappe, genau, die Radkappe können wir nämlich auch abnehmen. Vielleicht ist auch das Ziel des Spiels, dass das Auto am Ende nicht mehr rostig ist. Mount. Oder haben wir noch. Wir haben auch noch Reifen hier, ne? Mount. Ist ja vielleicht, also wir haben jetzt hier. Ist ja jetzt hier komplett, können neue Reifen draufklöppeln. Dismount hier den Reifen. Die Frage, welcher besser aussieht, ne? Das macht nicht den großen Unterschied. Pickup. Pickup hier. Mount. Der sieht irgendwie nicht anders aus, aber wir können zumindest eine stylische Radkappe draufpacken. Die Tür hier. Moment, ist hier hinten noch was vielleicht? Nee, von hier sind wir ja gekommen. So, die Tür machen wir mal zu. Das können wir ja noch mitnehmen hier, denke ich. So. Hier unten eigentlich noch was? Hier unten ist noch was versteckt. Wartet mal. Das ist doch hier noch. Das ist doch hier noch. Das Auto eigentlich nur ein Stück bewegen. Pickup. Mount. So. Push. Das Holz liegt, glaube ich, hier jetzt im Weg. Komm, Auto raus. Wir müssen fahren. Komm. Oh Gott. Hier unter ist definitiv irgendwas. Wow. Okay, dann gucken wir halt so. Ich glaube, ich habe das Spiel kaputt gemacht. Oh, jetzt sind wir im Keller. Genau, hier ist noch die alte Heidi. Was haben wir denn hier noch? Was ist das denn hier, ey? Das ist ja hier ein cooler Baum. Duftbaum. Mit einem Käfer dran. Das klemmen wir uns ins Auto rein hier. Tür auf. Und anhängen. Zack, haben wir den Käfer da hängen. Den können wir uns auch mal mitnehmen hier, den Duftbaum. Sicher ist sicher. Wir können ein paar mehr einfach ranhängen. So, je nachdem, wie viele wir so finden unterwegs. Heidi bleibt diesmal hier. Was ist denn hier eigentlich drin? Ist Öl drin. Aber Öl brauchen wir eigentlich nicht. Ist Alkohol drin, den brauchen wir eigentlich auch nicht. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt hier rauskommen. Ach so, genau, schön, wir müssen die Kanister noch mitnehmen hier, ne? Pickup. War hier denn eigentlich drin? Ach, hier war Wasser drin. Und hier sind 2 Liter Benzin nochmal drin. Gut. Vielleicht können wir das Auto auch gleich nochmal ein bisschen auffüllen. Ach ja, das Gewehr brauchen wir auch noch, ne? Stimmt. Gut, dass wir noch dran denken. So, einfach mal kurz hier ein bisschen Benzin reinfüllen. Damit wir ein bisschen weiterkommen. Okay, jetzt voll. Was haben wir hier denn eigentlich noch? Ah.
hier so ein bisschen hier Sport. Ich frage mich immer noch, was das hier ist, ne? Das ist nicht ein Goldbahn, ne? Den brauchen wir garantiert für irgendwas. Nehmen wir alles mit. Zack. Ach ja, Moment. Die Kanister hier nochmal mitnehmen. Ups. So. Sonst haben wir, glaube ich, nichts Wichtiges. Alter, wir können das ganze Gebäude auseinandernehmen, ne? Moment, wartet mal. Vielleicht kommen wir so hoch. Das testen wir mal jetzt hier. Jetzt hier hochlaufen können. Ha! Boah, ein Samurai-Schwert. Was ist das hier? Gaming Canalis. Okay. Dann nehmen wir mal mit hier. Musst du wissen wie, ne? So. Das hängen wir auch nochmal dran. Zack. Müssen wir wieder hochlaufen hier nochmal. Aber wir brauchen das Samurai-Schwert da hinten, ey. Das will ich haben. Das wollen wir auf jeden Fall mitnehmen und ich muss nur mal gucken, wie wir das Brett hier ein bisschen hinstellen. So, vielleicht? Jetzt hochlaufen? Na komm. Tu es, Junge. Tu es. Er will nicht. Er wehrt sich noch ein bisschen. Jetzt aber. Ha. So, Samurai-Schwert. Hier, das können wir aber... Ja, wir können es leider nicht so benutzen. Aber mir gefällt's. Wir nehmen es mit. Dann gucken wir, dass wir den Eimer auch noch mitnehmen, für was auch immer. Vielleicht, um damit das Blut, also Blut reinzufüllen von irgendwelchen Leuten, die wir unterwegs treffen. Um dann Blut zu spenden. Wow. Warum dreht sich das Brett denn einfach um? Warum tut denn das? Warum tut es das? Vielleicht, jetzt hätten wir es gerade grappen können, ne? Vielleicht hier so rum lang? Naja. Ah, gleich mal so machen sollen, ne? Was haben wir hier noch? Hier haben wir nochmal aber einen richtig schönen Spiegel. Den nehmen wir doch auch mal mit. Auch mal runterschmeißen hier. Zack. Und den Eimer. Hier ist auch noch Wasser drin. Ja gut, okay. Sehr gut. Mal hier ablegen. Das Gewehr nochmal mitnehmen. So. Hätten wir das auch nochmal mit eingepackt. Hier die Munition nehmen wir nochmal mit Sicherheitshalber mit. So, zack. Und jetzt fahren wir mal hier los. So, Tür zu. Ach Gott, wir würgen das Auto auch immer wieder ab hier, ne? Die Handbremse noch angezogen, ja, ne? Bestimmt. So, jetzt räumen wir, glaube ich, ein bisschen. Ja. Ach komm schon, Auto.
Wir hängen hier komplett halt fest, ne? Oh, shit, haben wir die Tür abgenommen. Ist aber auch Gewohnheitssache, dass man F drückt. Ah Gott. Das Auto ist, glaube ich, ups. Ja, jetzt rollt's raus hier. Raus! Gut. Sieht hier nur. Oh, das ist Samurai-Schwert. Ich vergessen. Oh Gott. Was ist das denn gedrückt? Wo ist denn das Samurai-Schwert hin? Hallo? Super, ich glaube, das Samurai-Schwert liegt irgendwo, wo es nicht liegen sollte. Da. Pick up. Ja, sieht ein bisschen chaotisch aus hier in der Bude. Komm mal näher. Oh, ist unser Auto hingerollt, verdammt. Haben wir auch einen Namen? Oh, Moment. Ist ein Brief. Ey. Komm raus, Brief. Please visit me. Love, Mom. Aha. Okay. Gaming Canales YouTube Channel. Hier noch eine Rückseite irgendwie. Nee, da ist nichts drauf. Ja, okay. Was steht denn hier noch? Auf jeden Fall irgendein Text hier oder so. Ja, gut. Die Postkarte haben wir gefunden. Sonst keine Rechnung hier, alles klar. Ja, da muss ja jemand hier gewesen sein, um uns das Ding einzuwerfen, ne? Oh, ist das denn da? Ja, mal, gehen wir jetzt gleich mal hin. Oh Gott, nein, Auto, bleib stehen, bleib stehen! Hilfe! Ah! Gut. Aber nicht die Gänge hier oben, ne? Nee, was ist das denn da oben? Was ist denn das hier eigentlich? Gucken wir mal. Parken verboten. Super, halten wir mal hier an. Jetzt hat bestimmt irgendwas drin, was wir brauchen, oder? Oh, guck, was ist das denn hier? Ein komplettes Auto. Was ist das denn für? Das ist ja. Ist das gleiche Auto, was wir haben? Man könnte es. Krass. Okay, wir könnten halt unser Auto quasi jetzt hier komplett umbauen. Machen wir aber nicht, denke ich. Aber wir haben eine neue Tür. Die nehmen wir mit. Die Tür. Halt, die bauen wir hier ab. Und, zack. Jetzt müssen wir den Spiegel mal irgendwie abnehmen. Hier, so. Und packen den jetzt hier ran. Klingt nicht ganz so gesund, das Auto. Ah, wir haben hier noch einen neuen. Nee, schade. Wir brauchen nämlich noch so eine. Den Kühler brauchen wir. Ja, aber wir haben einen neuen Duftbaum. Den hängen wir uns auch wieder ran hier. Ist hier hinten noch? Was haben wir denn da noch? Moment. Was ist denn das hier? Pickup. Das sieht. Vielleicht sollen wir mal kurz schlafen hier. Bis die Sonne wieder aufgeht. Lief der Motor die ganze Nacht. Naja, egal. Ja. Sieht viel besser aus. Perfekt. Als wäre das hier unsere Garage. Aber hier noch. Hier ist noch ein. Ist noch ein Rückspiegel. Fliegenklatsche brauchen wir nicht. Ja,
hat er hier noch? Wie viel hat er denn im Tank hier überhaupt drin? Tank ist leer, okay. Dann lohnt sich's auch nicht. Den mitzunehmen. Fahren wir lieber mit unserer Kiste hier weiter. So. Dann fahren wir weiter. Während hier alles rumbaumelt. Und Tankstelle gab es hier auch noch nicht bisher. Wir hätten noch ein bisschen nachgefüllt unseren Tank, aber wir bräuchten eigentlich noch mehr. Sieht nett aus hier hinten. Mit dem Samurai-Schwert. Ich hoffe, wir kommen in keine Polizeikontrolle, sonst haben wir ein Problem. Also ich meine, so wirkliches Problem. Na, gucken wir mal. Oh, okay. Oh, ist das Game gecrashed? Ja, das Game ist gecrashed. Cool. Okay, dann lassen wir es auch an dieser Stelle, glaube ich mal. Das war ein Long Drive. Wenn euch das Spiel gefällt, schaut gerne in den Steam Shop unten vorbei. Ist auf jeden Fall, also man kann auf jeden Fall in der Gegend rumfahren und Samurai Schwert einsammeln. Lasst gerne eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt und bis zum nächsten Mal. Haut rein.